Hallo Freunde und willkommen zurück zu Devil May Cry 4, wo wir in der letzten Folge nicht nur das Spiel gestartet haben, sondern auch direkt mit einem epischen Duell Dante gegen Nero angefangen haben. So episch war es jetzt nicht. Wir haben den ersten Boss in der letzten Mission besiegt und dafür direkt eine Kugel verbraten. Yay. Und jetzt sind wir in einer Mine. Warum auch immer. Wie könnt ihr halt doch werden? Da habe ich eigentlich. Ach ja. Die hatte ich gekauft. Wir können die Länge von Snatch erhöhen. Das ist nicht verkehrt. Kurze Pause, dann immer wieder Y drücken. Warum nicht? Nehmen wir es mal mit. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir scheinbar noch keine Möglichkeit haben, unsere Angriffskraft zu stärken. Ich will aber erstmal kurz gucken, ob hier hinten noch was ist. Ah. Ja, schön. Und ich muss mal mehr mit Rev-Up arbeiten. Und das wird vor allem später noch relevant. Hoch. Die Frage ist, will ich hier lang oder will ich weiter hoch? Okay. Uns fehlt fast Nero. Und ja, es dürfte wahrscheinlich auch öfters mal vorkommen, dass ich Nero Dante nenne, weil einfach. Ich sehe aber gerade auch nicht aus, das zu verpacken. Weil es teilweise auch am Auto-End liegt. Meine Verteidigung. Was will ich hier? Bin ich nicht hoch? Nehmen wir den Weg hier. Ja, ich weiß, man kann auch auf die Karte gucken, aber pst. Mein Lebenskraftstern. Das ist ja nett. Mal. Jetzt kommen wir zu Schloss Fortuna, oder? Jetzt kommen wir in eine scheiß Eisgegend. Nur wenig von dem Sinn, was wir noch wollen. Hm.
Wir sind gut, ja, wir sind jetzt nicht die schnellsten. Aber das hier ist ja auch kein Speedrun. Werden trotzdem, denke ich, bei Zeiten das Speed Upgrade kaufen. Weil wir sind schon echt langsam. Und es ist ja auch durchaus im Kampf nützlich, ein bisschen schneller zu sein, weil dann kommen wir schneller von Gegner zu Gegner. Weil ich, wie gesagt, nur persönlich ein bisschen doof finde, dass wir langsamer dadurch sind, dass wir Gegner anvisieren. Sieht auf jeden Fall schick aus. Bist du? Wer seid ihr? Ihr seht nicht aus wie normale Dämonen. Ich hab irgendwas mit Eis am Hut. Können die also auch packen? Halt ein bisschen mehr aus als die normalen Gegner. Ich muss da lang. Irgendwo. Hier ist theoretisch der Weg wieder hoch, oder? Doch irgendeinen Sinn haben, wieder zurück können. Muss doch eigentlich irgendwo was rumliegen. Nicht, bin ich schwer enttäuscht. Sieht irgendwie nicht danach aus. Jetzt einfach nur der Weg hier offen. Wieder runter? Nee. Okay, man hat uns einfach nur den geöffnet. Gut, hätte man sich entsprechend schenken können. Hinterher ist man immer schlau. Möglicherweise scheint es keinen Fallschaden in dem Spiel zu geben. Weil ich denke, es wird Abgründe geben, wo wir reinfallen können, die uns dann einfach umbringen. Aber ein großer wird, denke ich, durch unsichtbare Mauern abgeschirmt sein. Sieht schick aus, muss man sagen. Erinnert mich ein bisschen an Orlando aus Dark Souls. Das haben Strukturen mit diesen, ich nenne es mal Querstreben, also so in Anführungszeichen übertrieben gotische Strukturen haben das öfters an sich. Hello Lady. Eine weitere gar nicht sexualisierte Frau in diesem Spiel. Tja, das ist. Gar nicht übertrieben oder so.
owe you thanks. Als ob die da nicht selber mitklappt, aber ja. I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Yeah. Savior. Das war glorios. Das, ich weiß nicht. Gut, ja, das Spiel ist entsprechend schon was älter, aber weiß ich nicht. Habe ich noch nie viel von gehalten, aber. Ich vermute, dieses Leuchten soll verhindern, dass ich einfach über die Kanten springe. Oder. Wir haben nicht die Kraft, diesen rostigen Sack zu zerstören. Nur was Eindruck hinterlässt, kann ihn aufbrechen. Schade, ich will da nicht gegenlaufen. Aber wir können so einen Sack brauchen. Das finde ich immer gut. Ich muss sagen, mit der Streak haben wir auch eine relativ große Reichweite an Sachen, die wir abdecken können. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass ich zwischendurch einfach mit Streak durchdasche. Na, treffen Nero. Ohne ist das Spiel ist ein bisschen düster und manchmal sieht man so ein paar Sachen entsprechend nicht, aber naja. Hier ist eine neue Fähigkeit drin. Nee, doch nicht. Wir sind die Kreiselklinge. Wer unsere Kraft in Anspruch nehmen will, muss uns Anima Mercury bringen. Neue Waffen. Kreiselklinge. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal Anima Mercury suchen. Ich weiß nicht, die Musik geht noch weiter, aber ich sehe keine Gegner mehr. Und da. Ja, hätte man sich denken können. Eigentlich den nach oben schmettern. Ey. Bist du doof? Toll. Das hat irgendwie unsere Kombo unterbrochen.
Vielen Dank dafür. Jetzt will ich mich hier erstmal umgucken. Mehrere Türen. Was bist du denn? Wird eine Kreisel hier aufgefahren. Okay. Ja. Brauchen irgendwas, was Eindruck hinterlässt. Okay. Nee, nicht eindrucksvoll. So viele Türen und noch mehr Möglichkeiten. Aber hier vorne war ja irgendwie auch ein Rätsel. Ich vermute aber dafür, dass wir dafür die ganzen. Ja. Diese Kreiselklingen brauchen. Dass wir brauchen eh Anima Mercury. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, das befindet sich hinter dem. Hinter dem blauen Gatter. Das sieht nach Kanalisation aus irgendwo. Ein bisschen. Oder nach einer Therme. Zu unterbrechen. Nicht optimal, aber zumindest ein bisschen was so. Liegen lassen haben sie nichts mehr. Das sieht aus, als könnten wir hier nachher durch den Boden brechen. Oder wir lassen da oben irgendwas runterfallen, das dann durch den Boden bricht für uns. Stachel. Jedes Mal, wenn wir runterfallen, kommen die Gegner mal. Das könnte ätzend werden. Schade, ich kann eigentlich noch den Schuss aufladen. Aber gut. Wie gesagt, ich hab echt das Problem, dass ich das Rev nicht vernünftig nutze. Das könnte wirklich ätzend werden hier. Ich sollte eigentlich mal einfach nur ein bisschen. Das Ding hat ja echt keine Reichweite. Ja.
Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir besser in der Luft halt bleiben können. Hey, komm daher. Weil ich sagen muss, dass ich das echt bescheuert finde, dass wir die jedes Mal neu auslösen. Das kann eigentlich meiner Meinung nach nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Einfach immer nur von einem zum nächsten. Nichts überstürzen. Hey, was soll das? Das kriegen wir auch unser Leben wieder. Und wir sammeln Punkte, aber wir verlieren halt auch einfach unnötig Zeit. Absolut unnötig. Ja. Ich glaube, da muss ich dann ein bisschen timen und warten. Aber ich hab's noch nicht raus. Die andere Kombo haben wir noch nicht gekauft, ne? Da gab ja noch eine Kombo, die wir kriegen können mit irgendwie 5 Button Prompts. Ich glaube schlagen, schlagen, Pause und dann dreimal zuhauen. Jetzt werde ich vielleicht mal ein bisschen Geduld an den Tag legen. Tief unten war und dann nach oben geschleudert wurde und dann in die Stacheln. Das ist echt affig. Und wie gesagt, die Tatsache, dass man halt jedes Mal Gegner neu platt machen muss, ist halt schon echt mies. Wir haben auch scheinbar nicht die Möglichkeit, zwischen den Zielen zu wechseln, wenn wir sie anvisiert haben. Muss ich aber nachher nochmal vernünftig ausprobieren. Kann sich nur um Jahre handeln, bis wir hier durch sind. Schön. Meine Fresse. War das ätzend. Das hat jetzt so viel Zeit gekostet. Unglaublich. Hier unter uns ist die Statue.
Unsichtbare Macht. Na gut. So, auf den Hof. Was erwartet uns hier? Ja, ihr. Das Schöne ist ja, dass wir die zum Rumschleudern und auch gegeneinander verwenden können. Versuchen noch zu blocken, aber je nachdem, wie oft man die schon gehauen hat, haben die ihre, ich nenne es mal, Schilde verloren. Demnach kriegen die das nicht mehr so gut hin. Erinnert mich so ein bisschen an die Viecher, war es in Teil 2 oder sogar Teil 1, wo man so reptilienartige Viecher mit Schilden aufgetaucht sind. Man am besten mit den Faustwaffen besiegt hat. Ich wusste doch, dass wir den kriegen können. Ja. Etwas ist schemenhaft hinter dem Wasserfall zu erkennen. Soll ich da jetzt einfach reinspringen? Nö. Lässt mich das Spiel auch nicht. Ja. Nur ein anderer hat diese Kraft. Okay, das ist also Verdammte. Echheit. So, kommen wir jetzt nochmal zwei von den Viechern, sodass das wenigstens schön symmetrisch ist. Jawohl. Ich. Okay, aber wir können es ein bisschen lenken, wo wir sie hinwerfen. Aha. Ich muss sagen, der Buster ist schon echt gut gegen die. So, dann gehen wir halt auf der anderen Seite wieder rein. In diesen dämlichen unsichtbaren Wänden. Was anderes war das jetzt nicht. Bin auch mal gespannt, wann wir den Level-Tracker kriegen. Jetzt sind die unsichtbaren Wände weg. Okay. Der riesigen Leinwand ist teuer Hochwürden zu erkennen. Er wurde dank des Mannes in Rot zur Erinnerung aufgehängt. Ja, stimmt, der hat sich noch gar nicht vorgestellt. So eine Frechheit, Dante. Kommst rein, bringst den, ich nenn's mal, das Papst-Äquivalent um und stellst ihn noch nicht mal vor. Aber überrascht mich das jetzt nicht. Nicht hauen. Das ist mein Job. Ja.
Dämliche Vitrine. Was hat die denn eingestellt? Yay. Es kam. Direkt zwei Achievements. Was ihr auch nicht mehr seht, weil Steam Overlay ausgeblendet ist in der Aufnahme. Okay, nee, ich kann nicht mit den ganzen Gemälden interagieren. Das ist ein Spiegel, der uns nicht spiegelt. Ja, Kreiseklinger. Da brauchen wir Animal Mercury immer noch für. Wo ist das Zeug denn bitte? Das ist eine Statue. Nee, für unter 100 kriegen wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Momentan können wir das Geld eh für nichts anderes ausgeben, also. Ah, okay. Jetzt kriegen wir, was die Dinger kaputt machen kann. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Viel für nichts sehr gesprächig. Silent type, huh? Well, that's annoying. Too much friendly banter. Okay. Er ist zu groß dafür. Okay, wir können ihm aber seine Lanze schauen. Okay, das ist ziemlich effektiv gegen die. Okay. Ist ja schon irgendwo fast langweilig, aber effektiv. Hey. Ja, die haben halt auch so. Okay. Ich nenne es mal motorisierte Waffen. Der hat ja nicht viel im Kopf gehabt. A demon that possesses the Order's armor. That's not a good sign. Und da ist die nächste Fähigkeit. Sehr gut. Aber ich würde sagen, die holen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen hier wieder bei Devil May Cry 4. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.